Heute geht es um Schnelligkeit im Fußball. (lacht) 25 ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem nicht mehr das Gleiche wie Anfangs 20 während meiner Aktivkarriere. Aber ich kenne einen, der wird hier definitiv geblitzt werden. Gehen wir ihn mal besuchen. So, ich stelle euch vor, den Fabian Rohner. Er ist zusammen mit Mohamed Salah der schnellste Spieler, den ich je zusammen gespielt habe. Der ist mir um die Ohren geflitzt. Hier im Laufduell mit dem eingewechselten Rohner. Fabian Rohner, schon brandgefährlich. Der Gegenstoß über Rohner und... Okay, Fossa! Ciao, Danilo. Wie geht's? Ja. Gut, ja? Ja, ich mache das Probetraining. Ist er immer noch so schnell? Wer? Der Fabi. Der Fabi. Viel zu schnell. Ich bin nicht. Das ist so. Aber du bist mal der schnellste Zürich-Hegel, habe ich gehört. Ja. Und bist barfuß gerannt. Ja. Es ist sowieso auf der Wiese. Aber nachher bin ich im Kantonalfinal. Dort habe ich auch gewonnen. Das ist halt der ganze Kanton Zürich. Es war nur Stadt Zürich. Dort habe ich gewonnen. Dann habe ich die Schweizer Meisterschaft. Das ist dann so ein bisschen professioneller. Jetzt sind alle mit ihren Dressli und so. Und mit Nagelschuhen und ich bin mit der fußballlosen Fußballtischen und barfuß gerannt, aber dort bin ich Vierter geworden. Hast du schon mal auf dem Schweizer Platz einen Spieler gesehen, der schneller ist als du? Ja, hat sicher auch schon gegeben. Warte, muss schon überlegen. Tosin? Tosin ist auch mega schnell, ja. Aber da hast du die besseren Werte, oder? Das musst du Chris fragen. Ja. So, oder? Ja, Fabi ist schon deutlich über 34 km/h. Ja. Tosin etwas drunter. Ja. Und schon unsere beiden schnellsten Spieler, klar. Von wo bis wo machen wir? Ja, also ich würde sagen, hier schön aufgebaut. Okay, wir haben jetzt 15 Meter Sprint. Wir haben, nehmen die Mittellinie als Startlinie. Startkommando ist der Pfiff. Okay, Guys, komm. Konzentrieren, wenn ich pfeife, geht's los. Aber da kann ich rückwärts rennen, gell? Wir müssen arbeiten. Hat es drei Sinne geputzt, oder? Nein. Ich bin nicht vom Fleck gekommen. Fabi, mach den nächsten Mal 100%. Also, nächste 100. Keine Chance mehr, hä? Es geht wieder Blitz. Okay, ready? Ah! Also, Start war schneller. Bessere Reaktion. Schon, hä? Ja. Spekuliert habe ich. Ja. Ja, gut, wir haben es gesehen. Also, es bringt da nichts mehr, gross zu testen. Das ist ein Blitz und hat nicht einmal 100% gegeben. Hast du eigentlich das wirklich auch trainiert? Also, Nein, gar nicht. Bei mir ist es schon viel genetisch, weil meine Mama war lange beim LZZ. Okay. Und mein Papa war auch nicht der Längsamste, der geshootet hat. Und ich glaube, ich habe das einfach von dort. Wie viel kann man wirklich trainieren und wie viel ist auch genetisch einfach veranlagt? Klar ist, ist die Genetik irgendwo dann limitierend, aber das ist natürlich eine... Ein Ammärchen, dass man Schnelligkeit nicht trainieren kann. Es gibt zu viele Faktoren. Schnelligkeit zu trainieren im Kraftbereich, in der Lauftechnik halt. Schnelligkeit ist dann schon irgendwo eine Rechenformel. Der mit der größten Schrittlänge und der höchsten Frequenz erreicht das höchste Tempo. Und im Fußball ist unheimlich viel von Antizipation, Bewegung erkennen, Situationen erkennen, darauf schon zu reagieren. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Gerne, gerne. Dass wir dann können ein bisschen schön bist du schön bist wieder mal vorbeikommen. Ja. So, alles Gute. Hi. Schön, haben wir uns wieder mal gesehen. Ja? Gell, ja. Und jetzt wollte ich das dann umgesetzt sehen auf dem Platz. Gell? Das ist gut.